Sehr geehrte Damen und Herren, vor einigen Tagen hat der Haushaltsausschuss im Europäischen Parlament etwas für die innere Sicherheit getan. Dort wurde ein Bericht zum Europäischen Strafregister-Informationssystem, abgekürzt ECRIS, von mir debattiert. Es soll ermöglicht werden, dass Informationen über Verurteilungen von sogenannten Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen zwischen den Mitgliedstaaten ausgetauscht werden. Die effiziente Zusammenarbeit und der Austausch von Informationen aus Strafregistern verurteilter Personen sind ein notwendiger Eckpfeiler eines funktionierenden gemeinsamen Raums der Justiz und der Sicherheit in der EU. Es wurde zu lange an der inneren Sicherheit gespart. Ich bin zuversichtlich, dass mein Bericht im Ausschuss und auch im Plenum die notwendige Zustimmung erhalten wird. Damit kann dank meiner Arbeit als Abgeordneter der LKR die Sicherheit in Deutschland und in Europa ein Stück weit verbessert werden. Zumal diese Investition von einmalig 25 Millionen Euro und laufenden Kosten von rund 18 Millionen Euro nachhaltig gut investiertes Geld sind. Denn langfristig werden dadurch jährlich 78 Millionen Euro andere Kosten eingespart. Dies führt zu jährlichen Einsparungen von netto, sage und schreibe, 60 Millionen Euro und das bei steigender Sicherheit. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an meiner Arbeit und setze mich ein für eine EU, wie Sie sie wollen.